Hallo, hier sind wir wieder. Hi David, stand alone. Ach, da vorne steht auch der gute Onkel Bob. Und er rennt auch schon halb auf die Straße, schon wieder verschwunden. Nein, er war noch. Gar nicht verschwunden. Ja, du stehst da wunderbar. Da läuft er. Und wir sind auch gleich schon angekommen auf dem Airfield. Wir können schon fast durch das Tor hier gehen. Welches Tor? Ah, nehmen wir das doch mal. Batsch, einmal weggeschoben. Das können auch nur diese Tore hier. Okay, aber auf dem Airfield sollten wir ein bisschen aufpassen. Ja. Sobald wir in Sichtweite sind. Praktisch jetzt. Genau, jetzt schon mal die Pistole zücken. Die große Pistole. Da steht ein Zombie auf dem Airfield. Wie geil. Wegstecken und rennen. Sprinte, mein Freund, sprinte. Okay. Gib mir den Flash. Ich halte mich gleich auf der linken Seite. Kannst du die rechte Seite nehmen? In Ordnung. Aber sind die Tore schon offen? Stimmt. Aber da steht noch ein Zombie. Oder ist das ein Spieler? Zombie. Das ist ein Zombie. Ah, natürlich hat er mich gesehen. Brauche ich doch mal ein bisschen Lärm. Ah, die Türen sind offen. Mist. Also, ja, den Lärm habe ich gehört. Ratzekar leer, bis auf ein Buch. Ist das kompliziert hier, die Munition rauszukriegen aus so einem Magnum? Meine Gebete sind erhört, ein grüner Rucksack. Ein grüner Rucksack? Muss man gerade umbauen. Kann ich so in den Rucksack reinziehen? Bevor er zurückziehen geht. Du musst erst all deinen Zucker im Rucksack auf den Boden ziehen und den Rucksack dann auf dich ziehen. Ja, mach ich ja, aber ich kann nichts in den Rucksack reinziehen. Mhm. Vielleicht ist er destroyed? Ah, badly damaged. Ja, das geht ja noch. Das meiner, glaube ich, auch. Ja, so, da meiner noch worn ist, werde ich mal. Oh. Gleich mal mitnehmen. Zack. Dann werde ich ihn doch mal lieber nicht nehmen. Meiner ist dann doch besser geeignet. Die Baracken sind alle offen. Oha. Und zack. Hier ist ein roter Tracking-Rucksack. Ah, das ist ja noch auffälliger, da bleib ich hier bei meinem blauen. Und auf jeden Fall gab es hier irgendwo ein. Eine Art Feuergefecht. So, ich hab neue Hosen an. So Dschungelkram-Hosen. Ich komme jetzt runter und zu dir. Hier ist ein grüner Rucksack. Welche, Pristine. Welchen Zustand? Oh, 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 ich komme zu dir. So, gerade noch ein bisschen Slalom laufen. Mit zweiten Dings hier. Warst du schon in den Hangars und im Airfield Tower? Nein. Wenn ich mal zum Airfield Tower.
So, ich habe ein neues Shirt an, jetzt ein schwarzes. Gut, in Ordnung. So, ich nähere mich dem Airfield Tower. Ich sehe dich. Dann gehe ich in diese zweistöckige Baracke neben den Hangars. Nichts. Da oben ist was. Was ist? Ach, ich will kein Baret aufsetzen. So, in welchem in welcher Baracke war jetzt der grüne Rucksack? In der mittleren. Der mittleren, ich danke dir sehr. Ist leider bisher nichts. Ich hoffe, oben ist irgendwas. Was ist das hier? Oh, ein Waffenreinigungskit nehme ich mal mit. Bärentöter-Munition. Ganze Menge Softdrinks. Wie viele Softdrinks sind oben? Hab ich alle schon jetzt. Meine ich ja, wie viel hast du denn eingepackt? Insgesamt jetzt in all den Gebäuden 3, glaube ich. Ja, das ist eine ordentliche Zahl. Da will man nicht klagen. Da. Und 2 Dosen Futter. Also wer wohl hier war, hat nur Waffen gesucht. Da ist der Rucksack. So. Wollen wir mal gucken, Weidmanns Heil, ob es klappt. Hier ist aber überhaupt nichts los. So. Grüne Montur, ich komme raus. Wo bist du? Im zweistöckigen Gebäude. Gut. Siehst du mich hinter Gittern hier? Nee. Doch jetzt. Komm mal raus. Wo wollen wir hin? So. Ja, wo wollen wir hin? Zurück nach Tscherno. Stadt, würde ich sagen. Wir können mal durch die Plattenbauten ein bisschen Nahrung sammeln. Oh, das ist eine gute Idee. Da können wir gleich hier. Ich trinke erstmal eine Nota Cola. In grün, ist das nicht schön? Was sagst du zu meiner neuen Hose? Fast in grün. Du bist grüner als ich. Sieht schick aus. Ja, der rote Axtkopf stört ein bisschen. Ja. Hätte aber nicht so sehr auf wie ein blauer Rucksack. Oder ein komplett roter Rucksack. Warte, ich trinke immer noch Pepsis hier. Kann man immer noch für eine Blume halten.
recht, hier rumstehen ist auch doof. Ich renne mal um eine Hausecke. Zwei Dinger Bärenmunition jetzt hier. Oh, ist auch mal echt. So, ich komme raus und ums Eck. Jetzt brauchen wir nur noch einen Zaun. Ich versuche gerade meinen Magnum zu operieren. Aber irgendwie wird nicht besser. Vielleicht muss man es noch häufiger benutzen. Welchen Zustand ist sie denn? One. Aber mein Weapon Cleaning Kit ist jetzt kaputt. Da hinten in dem anderen zweistöckigen Gebäude war eine Magnum auf dem Bett. Ich hab noch nicht geguckt, in welchem Zustand sie ist. Ja. Wuhan ist okay. Gut. Ich esse eben nochmal was, ne? Ja. Mir gefällt die Hose nicht, die ich anhabe. Wahnsinn, was der so verschlingen kann, ja. Ja, du isst und isst und isst. Ich wollte gerade friss sagen, aber... Nee. Vielleicht liegt der Mensch, dann trinke ich die mal schnell leer. Dann kann ich die wegschmeißen. Ach ja. So, letzte Happen hier. Das war's. Können weiter. Ja, oh. Wir brauchen noch einen Zaun. No message received. Ja, du hast gerade die Collection. Collection verloren. Die Connection verloren. Die Kollekte verloren. Du hast die Kollekte verloren. Dann collecte ich mal neu. Ja, noch stehst du hier. Session lost. Ja, Session, sag mir Bescheid, wenn ich weg bin. Jetzt kniest du dich hin, jetzt packst du deine Waffe weg, jetzt setzt du dich hin. Aha. Gut zu wissen. Ja. In der Zeit kann ich jeder über den Haufen schießen. Aha, ich kann wieder. Du stehst hier noch. Da sitzt du noch. Spawning in 15 Sekunden. Oh, mal sehen. Drei, zwei, eins. Und da ist er wieder. Da bin ich wieder. Du stehst. So. Loch im Zaun. Hier ist eins. Schade, ich dachte, der Server startet neu. Nein, leider nicht. Aber vielleicht ist er ja neu gestartet. Wir könnten da oben richtig Glück haben. Ja, ich meine, wenn sogar am Airfield Rucksäcke und Munition ohne Ende rumlegen. Ja, natürlich nicht für die richtigen Waffen, aber... Vielleicht finden wir ein paar Packungen Müsli da oben. Ich würde nichts dagegen haben. So, ich fange gleich bei dem ganz links an. Du bist ganz links? Jo. So, erstmal durch das Waldgebiet. Ah, ich habe noch dieses Feuerholz dabei. Mach ein Feuer. Ach, ich kann es nur inspecten, leider. Oh, Streichhölzer, wenn es das Feind ist. Wenn du welche findest, steck bitte mal ein. Ja, ob man hier einen Waldbrand legen kann. Also eigentlich, die Möglichkeit sollte es vielleicht doch mal geben. Stell dir mal vor, wenn der Basenbau dann vonstatten geht und du hast dann halt deine Basis im Wald gelegt, hast dich gut verschanzt.
Und legt im Haus mal schönes Feuer um dich drumherum. Aber mal ganz ehrlich, zerstörbare Basen, das ist das Letzte. Du weißt, wie lange es dauert, eine Basis zu bauen oder nur ein Gebäude oder nur ein Brett zu bauen. Ja, meinst du denn, sowas hält ewig? Nein, nein, es decayt natürlich, das ist ja auch in Ordnung, aber... Das, weißt du, wie das war? Da ist da der eine da, mit dem Heli entlang und hat die Granaten geworfen und dann war alles kaputt. Da war eine Woche Arbeit, futsch. Ja, wie im richtigen Leben. Also dir macht das nichts aus, wenn du eine Woche lang, jeden Abend 3 Stunden Holz hackst und dann wird alles das zerstört ist, von einem. Das ist wie... Also stell dir mal vor, wir wären hier wirklich jetzt in diesem Zustand in der Gesellschaft. Das ist was vollkommen anderes. Jetzt, nö, ich vergleiche das ist ja ein Spiel so. Hier, das muss auch Spaß machen. Ja, das ist halt auch ein bisschen Simulation. Ja, aber dann, ich baue keine Basis, wenn da jeder Idiot mit einem Granatwerfer oder mit einer Granate vorbeikommen kann und es zerstören kann. Oder mit dem Hubschrauber oder mit dem Auto. Du gerade ein Zombie bei dir? Ja, mir ist einer gefolgt, aber ich bin einfach rein. Gut. Oh, Desinfektionsspray wurde zerstört. Hätte ich geschlagen? Außerdem, selbst wenn du die beste und tollste Gilde hast oder den besten und tollsten Clan, mit total vielen Membern, kann irgendjemand kommen mit dem Hubschrauber und kann aus ein paar Kilometern Entfernung mit dem Granatwerfer draufschießen. Und schon ist alles kaputt. Ja. Ich denke mal nicht, dass es einen Granatwerfer geben wird. Dann halt... Dann schleicht halt jemand mit einer Granate ran. Aber wenn es keine Granaten gibt, dann stelle ich halt einen Benzinkanister daneben und schieß drauf. Oder dein Waldbrand. Was ist das denn? Ach, Naked. Der knurrt irgendwas. Vielleicht kann ich meinen Rucksack damit reparieren. Ah, schade. Steckt's einfach nur ein. Oder warte. Vielleicht musst du noch ein T-Shirt in zwei reißen. Ja, und dann kann ich es wieder zusammennähen, oder was? Ja, wir suchen mal irgendwo ein T-Shirt, vielleicht. Man findet die ja recht schnell. Und vielleicht kann man dann durch den gewonnenen Stoff was zusammennähen. Ja, wenn ich jetzt finde, probier's aus. Yay, eine Dose Bohnen oder sowas. Unglaublich, du gehst jedes Mal in ein Gebäude rein und findest 1000 Dosen. Und ich habe hier Hochhäuser, laufe durch und finde nichts. Tja. Dafür hast du ein geiles Zielfernrohr. Das bringt mir auch nichts. Ich tausche meine Dose Bohnen gegen dein Zielfernrohr. Behalte die Dosen Bohnen. Kriegst du dafür einen Pristine Optic Handle von meiner M4. Ich hab genügend zu essen. Ich will nur mal einen Zombie irgendwo schreien. Der hat auch Hunger. Gib mir mal ein Stück Arm oder Bein. Ich würde vielleicht irgendwie irgendeinem Vorbeilaufenden ins Knie schießen. Also ganz ehrlich, wenn es um mein Überleben ginge und da wäre jemand neben mir oder bei mir, den ich überhaupt nicht kennen würde und ich wüsste, oder wir wüssten beide, die Munition würde nicht mehr für reichen, um uns komplett zu schützen, würde einem schneller, glaube ich, ins Knie schießen. Ja. Ganz ehrlich, das würde ich sogar nicht nur bei Leuten machen, die ich nicht kenne. Du bist super nett. Hey, wenn es um mein Überleben geht... Sollte es wirklich eine Apokalypse geben, ich werde mich nicht mit dir zusammentun. Ich weiß, du wirst irgendwann auf mich schießen. Nein, nur wenn es wirklich, wirklich hart auf hart kommt und wir nur noch einen Schuss oder so übrig haben. Ja, wenn ich nur einen Schuss habe und ich weiß auch, dass ein weiteres Entkommen nicht mehr möglich ist, dann würde ich mir selbst die Kugel geben. Ich würde noch einen mitnehmen. Ich will ja nicht zerfleischt werden. Also ich will es nicht merken, sagen wir es so. Dann gehe ich mir lieber eine Kugel in den Kopf, bekomme noch von dem Rest nichts damit. Es sei denn, es ist eine sehr durchschlagskräftige Waffe, dann würde ich mich auf einen schmeißen, meinen Kopf an seinen Kopf legen und abdrücken. So, jetzt spielen wir uns noch was zusammen. Es gibt jetzt ein schönes Szenario, es kommt jetzt irgend so eine Art Apokalypse. Mit welcher Person würdest du um gar keinesfalls willen in einer Gruppe landen? Boah, aus dem richtigen oder auch aus Film und Fernsehen? Das ist wurscht, das darfst du dir entscheiden. Ich habe eine Machete. Angela Merkel.
hab's mir gedacht. Das wäre, obwohl, doch, mit Frau Merkel. Aber die kann man gut so als Zombie-Futter, ne? Also, ich rufe jetzt hiermit nicht zum Verfüttern von Politikern an diverse Monstrositäten auf. Bitte, doch. Aber es ist halt immer so, manchmal hat man das Pech, man landet in einer Gruppe, man hat da leider Personen dabei, mit denen man nicht denn so drinnen landen möchte. Also ich hätte ungern Dieter Bohlen. Ganz ehrlich, mit dem würde ich gerne in einer Gruppe sein und dem wäre dann der Erste, dem ich ins Knie schieße. Das wäre, glaube ich, sowas so ganz, ganz Ungernes für mich. Da kann dann Cherry Lady singen und die Zombies ablenken. Obwohl, ich glaube, der würde jeden Tod eines Zombies so toll kommentieren. Ja. Das hast du ganz toll gemacht. Weiter so. Ich würde mich doch freuen. Ich glaube, mit ihm hätte man persönlich ja doch Spaß. Du bist im Recall. Ja, Zombie DSDS. Deutschland sucht den Super Zombie. DSDZ. Ja, genau. Aber wovon ich überhaupt nichts halte, wo ich glaube, ich überhaupt niemanden in meiner Überlebensgruppe, oder glaube ich, über alleine durch die Wildnis wäre. Oh, ja, Gott, jetzt fällt mir der Name von der Dame nicht ein. Das ist auf jeden Fall eine Dame, eine ganz nervige, finde ich. Es ist, oh, wie heißt die für die Pokolomien immer Werbung macht? Verona Feldbusch. Nein, die nicht. Nein, stimmt, die andere. Die Waffe! Was? Oh, sieh doch die. Alter! Raus! Daniela Alter, Katzenberger. Verhört. Übrigens, wir müssen mal aufhören, ne? Wir müssen Pause machen. Warte, ich musste gerade zweimal einem Zombie ins Knie schießen. Hab's gehört. Da stand hier mitten im Fahrstuhlschacht. Super. Ja, wir können jetzt gerne eine Pause machen. Okay, warte, ich verkrieche mich hier im Badezimmer. Ja dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.